Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich auch immer dabei seid. Ich sitze gerade im Auto, wie ihr auch sehen könnt, und ich würde ganz gerne heute einmal zu Rossmann gehen und dort euch auch mit hinnehmen. Ich brauche so ein paar Sachen. Unter anderem wollte ich auch gerne mal bei den Lidschattenpaletten gucken. Ich hätte gerne irgendwas in beige, aber glänzend, also beziehungsweise schimmernd, also nicht glänzend, schimmernd. Ich habe hier alles in beige, halt in Nude-Ton, und diesmal würde ich ganz gerne halt ein bisschen was Glänzendes haben. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal los und gehen einmal zu Rossmann. Meine Schwester hat einen Eierkocher hier geholt, ihr lieber Rossmann, sagte sie, aber ich sehe keinen. Hier ist ein wunderschöner Korb. Oder Solarlichterkette, so eine Lampenjungkette habe ich überlegt, für meine Schwester mal zu holen für den Balkon. 12,90 €. Die sehen auch ganz nett aus, Solarlampion. 5,99 €. Auch ist leider nicht dabei. Ich wollte ganz gern einen haben, aber na gut, muss ich woanders gucken. Ich brauche noch einmal Flüssigseife. Nämlich diese jetzt hier. Eine Lippenbooster-Ampulle. Oh mein Gott. Das würde ich nicht nehmen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, dass es auch ein Duschgel davon gibt. Für 2,45 €. Das riecht hier total gut, ne? Einmal diese Sorte, dann diese Sorte und diese Mango ist auch super im Geruch her, ne? Für 65 Cent ist halt eben die Eigenmarke von Rossmann. Beide riechen so gut, Leute. Erdbeere und einmal dieses hier von Bilou, ne? 1,85 €. Diese Haarbürste hat meine Schwester mir mal geschenkt und die ist mega, ne? Die ist richtig gut. Tut überhaupt nicht weh beim Kämmen oder so. Für ja, gut 14,95 €, ne? Brauche ich wieder Deo, meistens nämlich Nivea oder halt Fa. Wo ist hier Fa? Sehe ich gerade hier nicht. Das riecht auch sehr gut. Hatte ich auch mal gehabt, schon mal von Bilou. Oder Impulse hatte ich auch schon mal. Genau. Hier gibt es auch Portemonnaies. Ich habe mir jetzt eins bei Amazon bestellt. Ja, so in beige. Ich weiß nicht, also die halten auch nicht so lange jetzt hier immer noch. Aber auch hübsche Farben. Auch diese Farbe, es gefällt mir ganz gut eigentlich. Für 8,99 €. Das ist eine Abteilung mit Tropenshampoo. Ich glaube, ich probiere das ja immer aus. Dieses hier. 3,45 €. Ich hatte das sonst auch immer von DM. Aber ich glaube, das ist doch die Eigenmarke bestimmt von Rossmann, oder? Nee, Isana, glaube ich, ist das. Das weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich noch gar nicht gehabt, aber schon mal was davon gehört, dass sie gut sein soll. Trockenshampoo halt für verschiedene Haarfarben, ne? Ich habe mir jetzt dieses hier genommen für Volumen. Dann nehmen wir immer diese Creme hier von BB. Oh, dann brauchst du immer wieder so für die Hände oder so oder Gesicht. Ist auch gerade im Angebot. 1,95 €. Da hatte ich hier mal was von Veleda, also für die Kinder benutzt, ne? Das war auch sehr, sehr gut. Das roch auch immer total angenehm. Ja, mal zu den ganzen so Sachen wie Geschenkpapier, Benzel und so. Guck mal, die sind auch ganz cool hier. Papierfächer. Für 3,99 €. Oder halt so eine Wimpelkette habe ich auch noch zu Hause. Laternen sind wie bei Depot, nur halt günstiger. Für 9,99 € und eine große da 10,99 €. Die sehen genauso aus. Guck mal. Wunderschön. Aber ich habe schon genug. So, hier haben wir noch mehr Deko. Oh, die sehen auch hübsch aus hier. So mit Trockenpflanzen drin. Hier gefällt mir ganz gut, also diese ganzen Lichterketten jetzt hier in verschiedenen, ne? Variationen, je nachdem, was man haben möchte. Auch halt überwiegend aber für drin. Die sind auch ganz schön aus hier. Die sind für 4,99 € nur. Was ich noch brauche, ist ein Universalbinder. Die Pflanzen, meine ist fast alle. Ich nehme immer so den günstigsten. Also eigentlich war ja früher irgendwie 1 € oder so, glaube ich. Jetzt 1,79 €. Mal diese Klostände nehme ich immer nochmal mit. Ich hatte auch schon mal so ziemlich vieles ausprobiert und die finde ich irgendwie am besten. 4,95 €, 3 Stück. Einzelpreis ist 1,95 €. Für den Fußboden nehme ich einmal Ajax. Ich möchte gerne nochmal Duftstäbchen mitnehmen. Ich habe jetzt diese Sorte hingekommen. Die riecht ganz gut, ganz angenehm. Meine Schwester hat auch irgendwas bei sich stehen. Das riecht auch total angenehm. Habe ich vergessen abzufotografieren. Aber wie gesagt, diese hier riecht irgendwie am frischesten von allen. Lenore nehme ich mit. Die Verpackung ist kleiner geworden, sehe ich gerade. 4,45 €. Sieht auch ganz interessant aus hier, die Farben, ne? Ist aber nicht so meins. Ich mag eher was Schlichtes. Okay,
Gleitolen. Ist wieder eine riesen Auswahl an Brillen, aber davon habe ich auch selber genug. Aber die haben echt schöne auch. Gefällt mir ganz gut eigentlich. Scheint irgendwie eine neue Sorte zu geben, kenne ich gar nicht. Lenua 2 in 1, ja, Color Waschmittel für 2,99. Catrice hat auch echt schöne Paletten. Aber ich muss gucken, noch mehr. Meine Schwester hat auch von dieser Firma jetzt hier einmal Schminke. Hier gibt es ja auch verschiedene Paletten. Guckt mal, oh mein Gott. Für 11,99, das ist echt recht günstig, ne? Die sieht schön aus, ist aber verpackt. Weiß auch gar nicht, man hat hier scheinbar irgendwie keine Probe, oder? Kein Tester, doch. Zumindest bei der jetzt nicht, oder? Aber so, also die Farben sehen echt schön aus. Auch noch was gefunden, das ist eine Testpalette. Guck mal, so an sich sind die Farben ja eigentlich ganz schön. Vielleicht nehme ich einfach mal so eine mit zum Ausprobieren. Auch so ein Ständer mit ganz viel runtergesetzten Sachen. Da kann man auch manchmal echt ein Schnäppchen machen. Guck mal, das ist schon so ein Nagellack. Hier sieht auch eigentlich ganz nett aus, ne? Aber der Preis, keine Ahnung. Da hat es auch jemand reingeschmissen, einfach weil ich hier nichts draufklebt. Aber die Farbe gefällt mir ganz gut. Ich glaube, die nehme ich mit. Hier gibt es auch wunderschöne Paletten. Guckt mal. Sehen auch hübsch aus. Von den Farben jetzt hier, ne? Ich weiß nicht, wie die, ob die sich gut auftragen lassen. Ich werde einmal diese hier ausprobieren von Essence, weil die scheint eigentlich ganz gut zu sein. Das ist diese hier. Welche Nummer? 10. Die finde ich eigentlich ganz cool. Es gibt ja noch mehr, ne? Verschiedene Farben. Ich sehe gerade hier von Essie, hier gibt es auch sogar Nagelhärte. Ich glaube, ich nehme mal so was Natürliches hier mal mit und probiere das mal aus. Weil meine Fingernägel doch recht weich irgendwie sind, ne? Ich brauche jetzt Druckerpapier, 5,99. Krass. Hört sich gut an. Bruschetta Classic als Brotaufstrich. Sogar vegane Streichwurst, guck mal. Für 1,99. Ich habe es schon mal probiert, scheint irgendwie mit Zwiebel zu sein. Und aus weißen Bohnen, auf Basis von weißen Bohnen. Hm. Hatte ich von dieser Firma hier gehabt, guck mal. Ich weiß aber nicht mehr, was das war, welche Sorte. Scharfe Tomate, ist natürlich gleich teurer, ne, ein bisschen. Toskana-Brotaufstrich, hört sich aber alles sehr, sehr lecker an. Ich nehme diese hier, hört sich auch gut an. Tomate, Olive. Mit Aubergine sehe ich hier nichts. Wollte was mit Aubergine kaufen, was ich von DM mal hatte. Aber ist sie nicht irgendwie. Jetzt einmal diese Nussmischung. Ich finde, bis jetzt schmeckt mir immer dies am besten von Seeberger. Ne? Mal den Unterschied mal ausprobieren, ob das jetzt wirklich so ein Riesenunterschied ist. Weil Kilopreis ist halt 5 Euro Unterschied. Ne? Mal gucken. Ich habe soweit jetzt alles. Mein Einkaufswagen ist relativ voll. Ich muss es ein bisschen weiter schleppen. Und jetzt geht es für mich einmal zur Kasse. Ist mittlerweile hier auf dem Tresen. Ich habe alles raufgestellt und zwar habe ich einmal so ein Waschmittel mitgenommen. Die Flasche war früher mal größer. Ich habe nämlich, ich habe noch eine einzige in der Garage und da war mehr drin außer als das hier. Ne? Dann haben wir Pflanzendünger, meine ist fast leer. Lichterkette für meine Schwester, so eine Solarlampionkette, die ist total schön. Dann Nivea Deo habe ich, also überwiegend nur noch das. Duschgel habe ich von Isana, also direkt quasi Rossmann, riecht sehr gut. Einmal das, einmal das, einmal das. Trockenshampoo. Riecht auch sehr, sehr angenehm, ist halt für Volumen. Dann haben wir hier einmal Handseife, dann Duftstäbchen, dann habe ich hier einmal Ajax und zwar ist das für den Fußboden. Riecht unheimlich gut. Ich muss meine Mutter fragen, weil sie hatte auch irgendwas total Leckeres quasi, oder leckeres sage ich schon, also gut riechendes von Ajax meine ich, aber ich weiß nicht mehr, welche Sorte sie hatte. Habe ich da nicht gefunden heute. Aber das, der Geruch ist sehr, sehr angenehm. So, ich mache hier mal weiter mit nicht essbaren Sachen. Einmal für die Toilette. Von Bilou habe ich dann doch nochmal so 2 Duschgels mitgenommen. Das riecht so gut nach Erdbeeren, ich glaube das gar nicht. Das riecht richtig mega. Und Nagellack. War für 1,75, ich weiß nicht, ob das jetzt Normalpreis war, lag auf jeden Fall irgendwie in der Box mit den runtergesetzten Sachen. BB-Creme, Essie,
Nagelhärter. Diese Palette werde ich mal ausprobieren. Bin sehr, sehr gespannt, wie gut die sich auftragen lässt, ob die sich auch gut verblenden lässt. Habe ich noch nicht gehabt. Bin sehr, sehr gespannt. Dann haben wir hier, ups, jetzt die essbaren Sachen. Einmal diesen Brotaufstrich, Tomate, Olive. Ich weiß nicht mehr, was ich schon mal hatte. Ich glaube, ich habe ein Foto sogar gemacht. Muss ich mal gucken im Handy. Auf jeden Fall die mitgenommen, diesen Brotaufstrich und auch diesen hier, Bruschetta Classic. Und Nüsse. Einmal von Seeberge, dann wollte ich gerne mit dem hier vergleichen, ob die vielleicht auch gut sind, weil die nämlich 5 Euro Preisunterschied sind halt zum Kilopreis. Ne? Sonnenblumenkerne, dann dachte ich, Mensch, die haben sich auch sehr, sehr lecker angehört. Maisecken mit Quinoa. Auch sehr, sehr lecker. Das war so Chips auch. Natürlich auch garantiert hier Kohlenhydrate 77 Gramm für. Und Mangostreifen, die sind sehr, sehr lecker von Rossmann, diese hier. Schmecken wirklich sehr, sehr gut. Und schon war es das jetzt hier mit meinem Einkauf jetzt bei Rossmann. Ich hoffe, dass euch das Video hier gefallen hat. Schreibt mal gerne mal, was ihr so gerne benutzt. Also manchmal gibt es halt so typische Produkte, die man halt eben nur bei Rossmann kauft oder nur bei DM, je nachdem. Und wie gesagt, das ist jetzt mein Einkauf gewesen von heute. War nicht so viel. Also Druckerpapier habe ich vergessen zu zeigen, aber ist nicht schlimm, ne? Habt ihr schon im Laden gesehen. Auf jeden Fall, ja, war es das jetzt von mir an dieser Stelle. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.